Willkommen zu Kita Today, unserem fast wegklicklichen Kita-Format. Mit mir in unserem kleinen Film und Studio ist meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Lede Trenner. Hallo, ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und ab dem 1. März gilt ja die Impfpflicht im Hinblick auf die Masern, die Masernschutzimpfung. Und da ist natürlich eine große Aufregung bei manchen Einrichtungen mit inbegriffen. Weil noch nicht klar ist, wie genau das dann gehandhabt wird, wie schnell da die gesetzlichen Mechanismen dann gegebenenfalls greifen. Und somit natürlich auch bei Eltern geht dann so ein bisschen die Frage um, werde ich meinen Kita-Platz verlieren, weil mein Kind bis zum 1. März nicht geimpft ist? Oder weil ich dagegen bin, oder weil ich dafür bin, aber es gerade nicht funktioniert. Jedenfalls die Frage ist, droht die Kündigung des Kita-Platzes, wenn ein Kind gegen Masern nicht geimpft ist? Frau Kollegin. So, jetzt fangen wir ganz vorne an. Ganz vorne, so ist recht. Erstmal sagt das Masern-Schutzgesetz, dass man entweder geimpft sein muss oder aber eine Immunisierung dagegen haben muss oder aber, dass es eine Kontraindikation gibt. Also sprich, eine von diesen drei Sachen muss ich nachweisen. Und man kennt das, eigentlich soll man die Masernimpfung erst so ab dem ersten Lebensjahr beginnen. Richtig? Habe ich vergessen. Ist zu lange her. Irgendwie. Das heißt, wenn ich nun einen Kita-Platz brauche oder einen Betreuungsplatz für mein 6 Monate altes Kind, dann kann eigentlich dieses Kind noch nicht geimpft sein. Das ist aber eine typische Kontraindikation. Das heißt, erstmal habe ich einen Nachweis darüber vom Kinderarzt am besten, dass es im Moment noch nicht geimpft werden kann. Und dadurch, dass alle anderen Kinder geimpft sind, macht das aber nichts aus. Toll. So, insofern, sobald dann das Kind das richtige Alter erreicht, um geimpft zu werden, würde diese Kontraindikation wegfallen und man müsste quasi jetzt mit der Impfung loslegen. Wenn man das nicht tut, ist die Frage, okay, was passiert dann? Dann bin ich ja schon in meinem Betreuungsvertrag drin und den Träger trifft dann erstmal die Pflicht, sich tatsächlich mit den entsprechenden Daten, mit den personenbezogenen Daten an das Gesundheitsamt zu wenden und dort Bescheid zu sagen, dieses Kind ist nicht geimpft und es bestehen auch keine dieser beiden Ausnahmen oder keine dieser Ausnahmetatbestände gegen vor. Und dann entscheidet das Gesundheitsamt tatsächlich, okay, darf dieses Kind gerade weiter in die Kita gehen oder nicht. So, jetzt nehmen wir mal ein 3-jähriges Kind, was nicht gegen Masern geimpft ist. Und das Gesundheitsamt wird prüfen am 2. März, keine Ahnung jetzt, ob das ein Samstag oder ein Sonntag ist, gehen wir mal davon aus, dass es ein Werktag, ansonsten ist es der 1., der 3., der 5., völlig egal. Es wird darüber informiert, brav vom Kita-Träger, wie es auch die gesetzliche Verpflichtung ist. Und dort ist jemand ganz, ganz fleißig und schreibt sofort eine E-Mail zurück oder E-Mail verschlüsselt, naja, schickt einen Fax. Nein, das Kind darf die Einrichtung nicht mehr besuchen. Was dann? Naja. Also erstmal folgt daraus nichts weiter. Weil naja, da haben wir zum Beispiel, da gibt es eine behördliche Verfügung, die dem Kita-Träger untersagt, dass das Kind weiter dort betreut wird. Gleichzeitig sagen die Eltern aber, oh, ihr habt hier einen privatrechtlichen Betreuungsvertrag, da steht drin, dass ihr mir die Betreuung schuldet. Könnte ja durchaus das Thema der Kündigung dann hochkommen, auf das ich unauffällig hinaus will. Habe ich schon verstanden. Aber nichtsdestotrotz, diese behördliche Verfügung, an die muss ich mich natürlich halten. Weil die als Kita-Träger. Ja, als Kita-Träger. Die dient ja dem Schutz der Angestellten, der anderen Kinder und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, dass es erstmal sozusagen geht. Ja, aber die Eltern sagen, das ist nicht mein Problem, dass ihr da was vom Gesundheitsamt, dass ihr was vom Gesundheitsamt bekommen habt. Guck mal, da steht euer Name drauf. Da steht überhaupt nicht, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist eine gute Frage. Vielleicht kriegen das auch die Eltern. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Das ist eben, es sind ziemlich viele Unwägbarkeiten damit verbunden. Aber unterstellen wir mal weiter, die Eltern bekommen das nicht, weil ich glaube, dass die Verbotsverfügung ja letztendlich den Kita-Träger treffen müsste als Adressatin. Das wäre ein drittbelastender Verwaltungsakt. Vergessen wir das Ganze mal, ist ein bisschen fachchinesisch. Aber wahrscheinlich würde wirklich Adressat der Kita-Träger sein. Und würde der diesbezüglich daraus ein Kündigungsrecht herleiten können? Spannend, oder? Wahrscheinlich erstmal nicht, weil die Eltern ja diese Impfung nachholen können. Erstens und zweitens. Keine finanzielle Einbuße erstmal. Der stört es ja erstmal eigentlich gar nicht. Es ist halt ein Kind weniger, da was betreut werden muss. Das heißt, eigentlich erhöht sich der pädagogische Impact für die anderen Kinder noch und das sollte eigentlich
tatsächlich wahrscheinlich sogar noch. Ja, aber irgendwann wahrscheinlich kommen wir in den Bereich rein, wo das Kind praktisch wieder neu eingewöhnt werden müsste, wo es sozusagen den sozialen Zusammenhang, den Kontakt so ein bisschen verliert und dann und wahrscheinlich... außerdem fällt gegebenenfalls auch die öffentliche Förderung weg. Richtig, das heißt, richtig. Also da sind wir dann wieder in dem Bereich, wo es dann so ein bisschen kompliziert wird und tatsächlich auch der Verlust des Betreuungsplatzes dann für die Eltern, für das Kind drohen kann. Ansonsten, wir warten spannend ab, was da so im März erstmal passiert. Wir nehmen an, relativ wenig, weil... Wie viele Kinder werden jetzt gerade in Deutschland betreut? Ich glaube, 3,5 Millionen Kinder. Davon werden wahrscheinlich 8% nicht geimpft sein. Nehmen wir mal 8-10%. Entweder, wahrscheinlich sogar mehr. Wahrscheinlich 15-20%, wenn wir die unter 1 noch dazu rechnen. Ja? Also die im Krippenbereich schon wirklich unter 1 betreut werden. So, wenn es dann die ganzen Meldungen gibt, die ganzen Meldungen an die Gesundheitsämter, da sind die platt. Also wahrscheinlich wird erstmal ein Riesenberg von einem einzelnen armen Sachbearbeiter, einer Sachbearbeiterin, je nach Gesundheitsamt erstmal abzuarbeiten sein und dann wird daraus im Einzelnen sich so zeigen, so eine gewisse rote Linie, wie es dann im Alltag auch gehandhabt wird. Wobei ja zusätzlich, ja, es kommt ja auch nicht alles auf einmal, dass diese Frist jetzt erst am März, das ist ja für die ganzen Neuverträge, die ab dann geschlossen werden, ja, und die ganzen anderen Kinder sind ja Bestandskinder, Bestandsmitarbeiter, die haben ja die Übergangsfrist bis zum Ende des Kita-Jahres 2021. Insofern, das Problem schiebt sich gerade noch so ein bisschen in die Zukunft. Aber egal, wir berichten darüber, versprochen, morgen geht's weiter. Bis dann, ciao. Tschüss.